Die Kitzbüheler Alpen. Beschaulich, ruhig und harmonisch. Von wegen. Alljährlich versetzt der Cordial Cup, Europas bestbesetztes Fußball-Nachwuchsturnier, die Region in ein echtes Fußballfieber. Und los geht's. 164 Mannschaften aus 20 Nationen präsentierten sich stolz bei der traditionellen Eröffnungsfeier in Kirchberg. We're a team from Finland. Kitzbühel ist cool! Wir kommen aus Iran! Auch der Regen tat der fantastischen Stimmung keinen Abbruch. Cordial Cup ist super! Hallo, wir sind aus der Schweiz und wir heißen FC Doppel Affeltrangen. Unter die 3000 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer mischten sich auch viele bekannte Gesichter. Ich bin total begeistert. Es ist Wahnsinn. Es ist Gänsehaut, wie die Jungs hier einmarschieren und die Mädelsmannschaften. Es ist echt unglaublich. Großes Kompliment. Begleitet von einer spektakulären Modellflugshow gab Cheforganisator Hans Grübler den offiziellen Startschuss. Auf geht's! Bei den Spielen der Vorrunde ging es auf den 11 Plätzen richtig heiß her. 400 Matches, 703 Tore, mindestens ebenso oft wurde gejubelt. Auch viele neue Mannschaften waren wieder mit von der Partie. Die Talenteschmiede von Ajax Amsterdam zum Beispiel. Oder eine der am weitesten gereisten Mannschaften, die Kiew Football Academy aus dem Iran. Super, wir haben bis jetzt eine super Erfahrung hier. Unser Jungs hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir eine gute Tournament spielen. Apropos weit gereist. Das sind auch die Titelverteidigerinnen des Cordial Girls Cup, die LA Strikers. Für die Kalifornierinnen ging es im Rahmen des Cordial Girls Cups in Hopfgarten erst einmal auf die hohe Salve. Und damit mitten in den Schnee. This is memorable for them. They're just ecstatic to be here, to see snow for the first time, to play in the rain and especially to have this competition. What weather? We're very happy to be here and I hope it keeps raining. Regen hin oder her. Der Fußballnachwuchs mitsamt Begleitung fühlte sich in den Kitzbüheler Alpen so richtig wohl. Das Rahmenprogramm beim 18. Cordial Cup stimmte auch abseits des Fußballplatzes. Pünktlich zum Finale im St. Johanna Quaser Stadion tänzelten dann wieder die Stars von morgen auf. Um Platz für die 6000 Zuschauer zu schaffen, wurden drei mobile Zusatztribünen aufgebaut. Den Beginn machte das Finale der U11. 1860 München gegen die Kia Football Academy aus dem Iran. 1860 spielte von Beginn an stark, war im Match gegen die Kia Football Academy aus dem Iran die klar bessere Mannschaft. Konnte das Spiel aber erst im Elfmeter-Krimi gegen die Iraner entscheiden. Einfach genial, super! Wir wurden vorletztes Jahr Dritter, letztes Jahr Zweiter, wir mussten einfach gewinnen. Wie schon in der U11 stand auch in der Finalbegegnung der U13 mit dem FC St. Gallen ein Vorjahresfinalist im Endspiel und traf dort auf den ersten FC Nürnberg. Obwohl Nürnberg im Spiel die besseren Chancen hatte, wurde auch das Finale der U13 erst im spannenden Elfmeter-Krimi entschieden. Und da beweisen die Schweizer den längeren Atem. Letztes Jahr waren ja die Älteren hier und haben nicht gewonnen. Und jetzt, dass wir ausgerechnet gewinnen, das ist unbeschreiblich. Die Nürnberger hatten aber keinerlei Grund zur Traurigkeit. Mit gleich drei Mannschaften in vier Finalpartien blieben ja noch einige Chancen offen. Zum Beispiel in der U15, wo der Klub auf Dinamo Zagreb und damit erstmals auf eine kroatische Mannschaft im Finale traf. Dieses Mal nützten die Nürnberger ihre Chance und setzten Dinamo Zagreb mit dem 1:0 in der ersten Hälfte gehörig unter Druck. In Halbzeit 2 bleiben die Nürnberger auch in Unterzahl die bessere Mannschaft und sicherten den Sieg mit dem 2:0 in der 90. Spielminute ab. Es hat uns auch ein bisschen zusammengeschweißt, dass wir dann zu 10 gespielt haben. Dann haben wir noch aggressiver verteidigt und das war dann ausschlaggebend, denke ich. Das hat man nicht oft, zu viele Zuschauer versucht, dann auch im Finale zu spielen. Schon was Einzigartiges. Nürnberger Festspiele auch bei den Girls.
Im Finale des Cordial Girls Cup, der zum 6. Mal in Hopfgarten ausgetragen wurde, traf Außenseiter Bad Vilbel auf die starke Damennachwuchsmannschaft des Clubs. Wie schon die U11 und U13 Finalpartien zuvor, wurde auch das Girls Match im Elfmeterschießen entschieden. Für uns Nürnberger ist das sicherlich einer der größten Erfolge, weil man auch im Viertelfinale halt schon alles gegeben hat. Und dass man halt dann jetzt hier ist und dann auch noch gewinnt, ist geil. Im 18. Jahr des Bestehens ist der Cordial Cup längst zu einem der größten und bestbesetzten Nachwuchsturnieren in Europa geworden. Sehr zur Freude der Veranstalter. Ja, trotz widriger Wetterbedingungen haben wir super Spiele wieder gesehen, jetzt super Finalspiele. Perfektes Wetter auch zum Schluss. Großer Dank an alle Beteiligten, an die Vereine, Funktionäre, an alle Mitwirkenden. Es war wie alle Jahre eine super Geschichte und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr. Es war wieder ein überragendes Turnier, tolles Turnier und vor allem ein ganz, ganz großes Lob an die Veranstalter, die mitzuveranstaltenden Vereine, die das sensationell gelöst haben und uns unterstützt haben. Auf ein Wiedersehen beim 19. Cordial Cup vom 13. bis 15. Mai 2016.